Bei der Suche nach Literatur gibt es grundsätzlich drei Suchstrategien. Erstens die Stichwortsuche. Dabei wird mit Hilfe einer Suchmaschine nach bestimmten Begriffen gesucht und es werden Einträge, die als relevant erscheinen, angezeigt. Das ist die gängigste Methode, um sich im Vorfeld zu orientieren und sich einen Überblick zu verschaffen. Die Rückwärtssuche geht von der Annahme aus, dass wissenschaftliche Arbeiten zum Zeitpunkt ihrer Erstellung auf dem aktuellsten Stand der Forschung waren. Dadurch kann man mit Hilfe der aufgelisteten Quellen nach Werken suchen, die für die eigene Arbeit relevant sein könnten. Oft können so grundlegende Arbeiten gefunden werden, auf die immer wieder Bezug genommen wird. Die Vorwärtssuche ist das Gegenstück zur Rückwärtssuche. Mit ihr kann nach neueren Artikeln zu einem bestimmten Thema gesucht werden. Als Datenbasis dienen die Quellenverzeichnisse von Artikeln. Bei der Vorwärtssuche ist eine technische Unterstützung notwendig. Die meisten großen Suchmaschinen bieten so etwas an. Mithilfe der Vorwärtssuche kann untersucht werden, ob zu einem bestimmten Forschungsgebiet bereits neue Artikel existieren. Es können auch die Arbeiten anderer Autoren gefunden werden, die möglicherweise für dich relevant sein könnten. Eine Kombination aus diesen drei Methoden ist die beste Lösung. Es muss aber beachtet werden, dass für die Vorwärts- und Rückwärtssuche bereits eine Literaturquelle vorliegen muss. Ist diese aber noch nicht vorhanden, kann sie mit Hilfe der Stichwortsuche identifiziert werden. Um nun nach möglichst relevanten Quellen suchen zu können, braucht man ein gutes Suchvokabular. Es besteht aus jenen Stichwörtern, die für die Suche nach Literatur verwendet werden. Der erste Ansatz für das Erstellen eines Suchvokabulars ist eine gut ausformulierte Fragestellung. Werden bei Ihrer Frage Binde- und Füllwörter entfernt, so ergibt sich bereits das erste Suchvokabular. Es kann auch sinnvoll sein, vor allem im naturwissenschaftlich-technischen Bereich, englische Begriffe für die Suche zu verwenden. Es sollte immer darauf geachtet werden, dass das Suchvokabular nicht zu spezifisch gewählt ist. Denn dann können keine relevanten Ergebnisse gefunden werden. Weitere Möglichkeiten, um sein Suchvokabular zu erweitern, sind die Schlagwortkataloge von Literaturdatenbanken. Dort werden die Begriffe gesammelt und zueinander in Beziehung gesetzt. Dadurch können auch über Synonyme und Ähnliches passende Artikel gefunden werden. Heutzutage ist die gängigste Methode, Literatur zu suchen, mit Hilfe von Suchmaschinen. Suchmaschinen für wissenschaftliche Literatur beziehen ihre Quellen meist von digitalen Bibliotheken, aber auch von Webseiten. Meist findet man dort dann Arbeiten von Forschern in früheren Versionen. Da sich diese Suchmaschinen nur auf wissenschaftliche Literatur beschränken, können sie zusätzliche Metadaten liefern. Beispiele hierfür wären das Erscheinungsjahr, das Publikationsorgan, die Autoren oder auch wie oft der Artikel zitiert worden ist. Die meistverbreitetste Suchmaschine in diesem Gebiet ist Google Scholar. Falls vorhanden, bietet Google Scholar immer einen Link zur Volltextversion des Artikels an. Meistens ist dies auch kostenfrei.
Außerdem ist es sehr einfach, gefundene Artikel zu archivieren. Es gibt auch die Möglichkeit, Literatur über spezielle Datenbanken zu beziehen. Diese sammeln die Referenzen und katalogisieren sie so, dass ein Mehrwert bei der Suche entsteht. Allerdings ist der Zugriff auf Literaturdatenbanken meistens kostenpflichtig. Jeder Artikel in den Literaturdatenbanken wird mit Schlagworten versehen. Das so entstandene Vokabular wird in einem Schlagwortkatalog gesammelt und auch untereinander in Beziehung gesetzt. Der Schlagwortkatalog kann auch dazu verwendet werden, das Vokabular eines Forschungsgebiets zu explorieren und dadurch auch das eigene Suchvokabular zu schärfen. Literaturdatenbanken bieten meist mächtigere Suchmöglichkeiten als andere Suchmaschinen an. Die Suche kann auch explizit auf einzelne Felder der Metadaten beschränkt werden, zum Beispiel Autorname, Titel oder Erscheinungsjahr. Möchten wir nun nach Artikeln suchen, die von Stefan Oppel in den Jahren 2012 bis 2015 geschrieben wurden und die im Titel die Worte Articulation und Elicitation enthalten? So könnte eine Suchanfrage so aussehen. Natürlich ist es immer abhängig von der jeweiligen Datenbank. Der Autor ist Oppel. Der Text sollte zwischen den Jahren 2012 und 2015 veröffentlicht worden sein und im Titel müssen die Worte Articulation oder Elicitation vorkommen. Es ist vollkommen egal, auf welchem Weg Literatur gefunden wurde. Allerdings muss die Relevanz der gefundenen Ergebnisse in Bezug auf die jeweilige Fragestellung bewertet werden. Im ersten Schritt wird eine Vorauswahl getroffen. Normalerweise stehen nämlich nur der Titel des Artikels, die Namen der Autoren und das Erscheinungsjahr zur Verfügung. Meist trifft man dann anhand des Titels eine Entscheidung. Besteht ein gewisser Überblick über das Forschungsfeld, kann man sich auch an den Autoren orientieren. Bestehen bei einem Artikel Zweifel, wird diese nicht verworfen, sondern weiter untersucht. Als nächsten Schritt beurteilt man den Artikel anhand der Schlagwörter und dem Abstract. Dadurch kann gut eingeschätzt werden, ob sich der Artikel für die Beantwortung der Fragestellung eignet. Im dritten Schritt wertet man den vollständigen Text aus. Das kann sehr aufwendig und auch kostspielig werden. Deshalb sollte man darauf achten, dass die ausgewählten Artikel sorgfältig ausgesucht worden sind. Die strukturierte Auswertung der Texte wird im Abschnitt Exzerpieren untersucht. Bei wissenschaftlichen Artikeln ist es sehr wichtig, dass der Erkenntnisprozess nachvollziehbar ist. Deshalb sollte man den Suchprozess immer protokollieren. Dabei sollten folgende Informationen unbedingt enthalten sein. Erstens, das Suchvokabular. Die Entwicklung davon sollte nachvollziehbar sein. Als nächstes werden die Suchen angegeben, die mit den jeweiligen Suchmaschinen und Datenbanken getätigt wurden. Diese werden normalerweise in tabellarischer Form angeführt, wobei jede Tabellenzeile den verwendeten Suchtext, die Anzahl der gefundenen Ergebnisse und die Anzahl der als relevant empfundenen Artikel anführt. Als dritter Punkt sollten die vollständigen Referenzdaten der ausgewählten Artikel angeführt werden. Außerdem wird das Abstract dokumentiert und eine kurze Begründung der Auswahl angegeben. Die Dokumentation der Suche
kann auch in Kombination mit dem Einsatz einer Software zur Literaturverwaltung geschehen. Hat man jetzt das Pech und der Volltext ist nicht beim Einsatz einer Suchmaschine verlinkt, so müssen andere Wege gefunden werden. Eine mögliche Quelle dafür wären digitale Bibliotheken. Von dort kann normalerweise auf die Website des Artikels zugegriffen werden. Oft ist dort eine PDF-Version des Artikels beziehbar. Diese ist meist allerdings kostenpflichtig. Eine weitere Möglichkeit sind Bestandskataloge. Die wesentlichen Quellen hierfür sind Universitätsbibliotheken. Hier kann man sich Bücher und Artikel in gedruckter Form ausleihen. Bei der Suche nach einer bestimmten Literatur sollte beachtet werden, dass nicht nach dem Titel, sondern nach dem Publikationsorgan gesucht werden muss. Haben wir nun zum Beispiel einen Zeitschriftenartikel, müssen wir neben dem Titel der Zeitschrift auch den Jahrgang und die Ausgabe angeben. Um die passende Publikation zu finden, gibt es drei Parameter. Der Standort gibt an, in welcher Teilbibliothek das Buch oder der Artikel vorhanden ist. Die Systematik dient zur Lokalisierung innerhalb eines Standortes. Und die Signatur identifiziert eine Publikation mit Hilfe von Buchstaben- und Zahlenkombinationen eindeutig. Ist das Werk nun nicht an einem Standort verfügbar, kann man in den Katalogen von Bibliotheksverbünden suchen. Diese enthalten die Bestände aller angeschlossenen Bibliotheken. Es besteht auch die Möglichkeit der Fernleihe. Eine weitere Möglichkeit sind Dokumentenlieferdienste. Hier enthält man gegen ein geringes Entgelt eine Kopie des ausgewählten Buchkapitels oder Artikels. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Volltexte zu beziehen. Autoren zum Beispiel dürfen frühere Versionen ihrer Artikel online stellen. Diese können dann genutzt werden. Die meisten Literatursuchmaschinen greifen auf derartige Quellen zu. Als letzten Ausweg kann man auch direkt beim Autor um eine Kopie des Artikels anfragen. Das ist aber meist mit längeren Wartezeiten verbunden.